Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht's? Willkommen zu einem kurzen, knackigen Infovideo. Jedenfalls hoffe ich, dass das hier ein kurzes, knackiges Infovideo wird. Wir schauen mal, ne? So, ihr könnt direkt schon am Thumbnail und am Titel entnehmen, worum es geht, ohne jetzt da irgendwie so Clickbait-mäßig drauf zu sein. Aber gut. Ihr seht, es geht um Minecraft Community. Was ist denn los? Ja, die Frage habt ihr mir nämlich immer gestellt. Kai, bist du irgendwie behindert? Bist du scheiße? Bist du schwanger? Wie kannst du es nur noch wagen? Was willst du eigentlich nun? Was ist mit Minecraft Community los? Du bringst es ja gar nicht mehr. Du nimmst es gar nicht mehr auf. Ist es abgebrochen? Um euch da mal die ganzen Flügel zu stutzen und euch da mal so ein bisschen zu beflügeln, meine lieben Freunde und Kinigens. Es ist nicht abgebrochen. Es wird auf jeden Fall weitergeführt. So. Das mal so gesagt. Punkt ist nur folgender. Es wird ein bisschen anders sein und es wird ein bisschen anders werden mit Minecraft Community, als ihr gedenkt hättet. Und ich habe da so eine Lösung gefunden, die vielleicht sogar besser ist als das, was ich vorher mit Minecraft Community praktiziert habe. Wisst ihr? Ich habe jetzt so eine kleine Lösung gefunden, die das Ganze vielleicht so ein bisschen optimieren kann mit der Aufnahme und so weiter und so fort. Wir gucken mal. Ne? Also, worum geht's denn? Minecraft Community wird auf jeden Fall weitergeführt. Ihr habt auf jeden Fall in den letzten Wochen und Monaten aktiv ja, auf meinem Kanal gesehen, dass da ziemlich viel Scheiße abgeht. 8 bis 10 Videos täglich, auch unter der Woche. Und Kinders, kein Part von Minecraft Community war dabei. Woran lag das? Es lag einfach daran, Minecraft Community oder auch jetzt hier als anderes Beispiel Ground Wars sind so endlos Projekte, die jetzt nicht irgendwie zwanghaft auf dem Kanal sein müssen. Genauso wenig, wie es mit Animal Crossing der Fall ist und so weiter und so fort. Aber das auch nur dazu. Ich hatte einfach so viele Projekte am Laufen, Kinders. Ich konnte einfach nicht mehr vernünftig aufnehmen und ich konnte einfach nicht mehr an Community denken. Ich konnte nicht mehr an Ground Wars denken und so weiter und so fort. Weswegen ich es halt nicht aufgenommen habe. Ne? Die Zeit hat gefehlt. Punkt. So einfach ist das. Aber jetzt, wo ich zum Beispiel Spiele auf Vorrat aufgenommen habe und vollständig aufgenommen habe, wie Zelda Twilight Princess HD zum Beispiel, ist komplett aufgenommen, keine Sorge. Phoenix Wright Ace Attorney ist komplett aufgenommen. Da fallen schon mal einige Projekte weg, ne? Und ich habe auch schon in den letzten Wochen einige Projekte, ja, ich sag jetzt mal so, so ein bisschen auf unregelmäßig terminiert, wie zum Beispiel Clash Royale oder sowas, ne? Ich habe einfach Projekte, naja, aus meinem Plan geworfen, weil ich darauf jetzt keine Lust mehr hatte oder weil ich darauf jetzt, ja, das ist ja schon der Grund, kein Bock mehr auf diese Kacke, ne? Aber okay, es waren halt so ein paar Projekte und jetzt ist dann endlich der Zeitpunkt gekommen, wo ich wieder Zeit dafür habe. Aber das Ganze wird anders sein, als ich es, naja, wie gesagt, die letzten Monate praktiziert habe mit Community. Jetzt fragen sich viele so, was hast du denn vor mit uns, Kai? Oh, Keine Sorge, es wird nicht wehtun. Jedenfalls nicht vollständig. Das Ganze ist ein bisschen optimierter, wie ich schon gesagt habe. Und zwar habe ich vor, Minecraft Community ab sofort nur noch zu streamen. Kai, warum? Das Ganze hat verschiedene Gründe, müsst ihr euch vorstellen. So, nämlich der erste Grund, warum ich das streamen möchte. Weil ich momentan wieder die Lust am Stream entdecken möchte und ich möchte wieder so ein bisschen ins Stream reinkommen. Und das mache ich halt dadurch, dass ich halt solche Projekte wie Minecraft Community streame. So, erster Grund, warum ich das streame. Zweiter Grund, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Grund. Lasst ihn mich nur kurz abrufen in meinem Gehirn und finden. Das ist nämlich folgender. Und zwar, weil ich mit euch zusammen besser interagieren kann als auf Twitter. Ich habe es ja normalerweise auf Twitter immer so angekündigt, von wegen, ja hier, Minecraft Community, ich nehme es jetzt auf. So. Problem daran war aber immer, ich musste immer auf Twitter gucken, das war sowas von, naja, unknackig und sowas von kompliziert, dass ich es halt immer gelassen habe. Und ich konnte halt gar nicht mit euch irgendwie kommunizieren. Ich konnte kaum mit euch in Kontakt treten. Ihr habt ja gesehen, wie das war. Manchmal habe ich da so 10 Sekunden geschwiegen im Video, um halt eure Nachrichten so abzurufen. Und jetzt habe ich halt diese Möglichkeit gefunden. Komm, ich blende den Chat im Stream ein, lese eure Stream-Nachrichten. Und wenn ihr zum Beispiel jetzt im Raum drin seid, könnt ihr mir zum Beispiel sagen, ey Kai, ich bin der und der, lass mal zusammen da und da hingehen. Und da kann man sich treffen und da kann man zum Beispiel in
ja, Community jetzt zum Beispiel mal in eine Höhle gehen zusammen. Oder ich mache einfach mal so im Stream selbst die Tatsache aus, kommt, wir treffen uns alle zusammen, wir werden jetzt zusammen in eine Höhle laufen und werden die so ein bisschen erkunden. Dass ich halt mit euch zusammen interagieren kann, dass ich euch sage, wo es lang geht und ihr könnt mir schreiben, so ja oder nein oder ihr könnt mit mir interagieren. So, das ist schon mal der erste wichtige Punkt. Der zweite wichtige Punkt ist, warum ich das streamen möchte. Ganz ehrlich, ich streame niemals 20 Minuten oder sowas. Wenn ich streame, dann sind das immer so 1, 2, 3 Stunden Streams. Und das habe ich jetzt auch mit Community vor, denn ihr müsst euch vorstellen, jedes Mal, als ich so Community so aufgenommen habe, habe ich so noch 1 bis 2 bis 3 Parts manchmal den Part beendet oder die Session beendet und bin quasi, ja, aus dem Raum rausgegangen, habe den Server geschlossen und ihr konntet nicht mehr weiterbauen. Ne? In Streams ist das so, da ich ja jetzt wieder 1, 2 Stunden streamen werde, wird es halt so sein, Kinas, jetzt, und jetzt passt auf, jetzt wird's richtig krass, dass ihr 2 Stunden lang darauf zocken könnt, ungefähr jetzt. Ne? Also 2 Stunden ist so der Richtwert. Es wird vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger werden, aber wir werden mal sehen. Und das Ganze hat halt Folgendes zum bezweckten Gedöns, Deutsch reden, deutsche Sprache, schwere Sprache. Das Ganze habe ich halt folgendermaßen so bedacht, nämlich ich sage, okay, ich werde erstens das Ganze streamen, um mit euch zu interagieren und zweitens, ich war gerade eben übrigens irritiert, weil ich gedacht hatte, oder ich habe halt so, ich meine, ich hätte gehört, wie da draußen jemand gekotzt hat, aber das auch nur nebensächlich. Wie gesagt, zum Thema zurück, erstens, ich interagiere mit euch, zweitens, das Ganze wird länger gehen. Also, es hat nur seine Vorteile, von daher gesehen, Kinders, einmal pro Woche wird es Minecraft Community Streams geben. Das Datum kann ich euch nicht sagen, es kann sich wöchentlich ändern. Ich habe aber so als Richtwert im Kopf entweder mittwochabends oder samstags. Ne? Und wisst ihr was? Ich bin dort so cool drauf. Heute ab 20 Uhr gibt es den ersten Minecraft Community Stream, um mal zu gucken, ob das klappt, wie das klappt, wie das mit dem Interagieren funktioniert, ob ich mit euch interagieren kann oder auch nicht. Das werden wir sehen. Kinders, seid am Start. Ich werde über YouTube Gaming, das heißt quasi über meinen Kanal aus streamen. Jetzt fragt ihr natürlich so, wie ihr das sehen könnt, ne? Es ist einfach so. Ich werde so um 20 Uhr ungefähr den Stream anschmeißen und ihr müsst gar nicht mal viel machen. Ihr könnt schon in die Abo-Box schauen und werdet meinen Stream sehen. Ihr könnt auf meinen Kanal gehen, auf meine Kanal-Hauptseite. Wenn ihr zum Beispiel auch mal auf den RandomKai-Kanal geht und auf die Hauptseite, wo auch quasi meine ganzen Playlists und sowas sind, wo rechts meine Empfehlungen sind, meine Fußnoten, werdet ihr sehen, dass halt als neuestes Video mein Livestream da steht. So einfach ist die Kiste. Kinders, ich erwarte euch. Ich erwarte euch dort. Ich weiß gar nicht mal, was ich sagen soll, ne? Deswegen 20 Uhr, YouTube Gaming, guckt vorbei, Minecraft Community mit euch. Eine abendliche Zockrunde mit euch. Ich bin schon gespannt, wie viele erscheinen werden. Hoffentlich zahlreich. Viele, ne? Werden wir mal sehen. Kinders, ich würde mal sagen, ich bin jetzt weg. Ich hoffe, euch hat dieses kurze, knackige Infovideo gefallen und ihr wollt heute Abend mit mir Minecraft Community zocken oder ihr wollt auch zusehen. Wird man sich auf jeden Fall mal über den Weg laufen, wenn ihr das möchtet. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Wir werden uns sehen. Wie gesagt, 20 Uhr YouTube Gaming, Minecraft Community, 2 Stunden so bis ca. 22 Uhr. Ob danach noch was kommt oder nicht, werden wir sehen. Ich hätte schon auf einen SM64 Run Bock, aber da muss man, wie gesagt, mal schauen, wohin uns diese Pferde führen, die uns irgendwie wohin reiten. Wir schauen mal, Kinas, von daher gesehen, haut rein, ciao, bis nachher. Ach ja, genau, ich werde den Link auch, by the way, zur Vorsicht in die Kommentare und in die Videobeschreibung packen. Ne, wisst ihr Bescheid.